So, fertig los mit den James Bond Anspielungen. Natürlich ist das neue Nokia 8.3 das offizielle Smartphone im neuen 007 Streifen. Doch das nützt Nokia bei der Promotion was und bei der Bekanntheit, aber im Alltag muss es ganz alleine ohne 007 überzeugen. Wir haben es ausprobiert und schauen alles detailliert Punkt für Punkt an. Starten wir gleich mit der Kamera, denn die Eingangssequenz, also bis dann, wo man das Gerät sieht, wurde mit dem Nokia 8.3 gefilmt. Filmen soll eine der Stärken sein. Ja, und tatsächlich, bei gutem Licht gelingen sehr schöne Aufnahmen. Es gibt auch einen speziellen Kinomodus. Breitbild, wie man hier sieht, verschiedene Effekte. Das ist ziemlich einmalig, nur Sony bietet noch was Ähnliches. Ob man das im Alltag braucht, ist eine andere Frage. Hingegen fotografieren sollte man gut können im Alltag. Da ist eine Quad-Kamera drin. Effektiv sind es zwei Linsen, die man so richtig brauchen kann. Normale Linse und eine Weitwinkel. Zoom gibt es nicht. Zoom sollte man gar nicht erst groß versuchen. Die anderen zwei Linsen, 2 Megapixel jeweils, die sorgen für Makroaufnahmen. Das gelingt recht gut. Und Portraitaufnahmen, da gibt es auch ganz viele verschiedene Effekte, verschiedene Möglichkeiten. Auch das ist sehr gut. Allgemein super Bilder, sowohl Weitwinkel wie auch normal, wenn man so im Alltag mit gutem Licht fotografiert. Je dunkler es wird, je schlechter kann das Nokia mit der Top-Riege der Fotokameras mithalten. Das sieht man hier ganz speziell. Also so, wenn es dunkel ist, so ein bisschen Licht hat und so, gibt es immer noch schöne Fotos. Wenn es dann wirklich, wirklich dunkel ist, hier im Vergleich mit dem iPhone-Foto sieht man, ja, da holt es einfach dann nichts mehr raus. Aber insgesamt gute Kamera für diesen Einstiegspreis von 649 Franken. Nicht überragend, paar spezielle Filmfeatures, Makro- und Portrait-Fotos insgesamt durchaus überzeugend. Kommen wir zu Design und Display. Die Rückseite gefällt mir sehr gut. Schimmerndes Blau, sehr hochwertige Verarbeitung. Leider ist das Gerät ziemlich schwer und dick. Dafür gibt es einen großen 6,8 Zoll Screen. Toll, um Videos und so anzuschauen. Allerdings leider kein OLED, sondern nur ein normaler LCD. Auch nicht besonders hohe Bildwiederholfrequenz. Da bieten andere halt inzwischen mehr für den Preis. Das Gerät hätte ja schon im Frühling zusammen mit dem Film auf den Markt kommen sollen. Kam es eben nicht, es wurde ein halbes Jahr geschoben. Das merkt man eben nicht nur bei solchen Details wie dem Display, sondern auch beim Thema 5G. Es hat 5G drin, 649 Franken. Im Frühling wäre das ein knaller Preis gewesen für ein 5G-Telefon mit dem 765 Snapdragon und 128 GB Speicher für Daten. Inzwischen, ja, hat halt die Konkurrenz nachgezogen, zum Teil sogar überholt, auch preislich, und darum Preis-Leistung bei der Ausstattung ist immer noch sehr okay, sehr fair, aber eben nicht mehr überragend. Auch sonst gibt es sowohl Licht wie Schatten. Den Akku zum Beispiel, den kann man leider nicht drahtlos laden. Dafür ist er 4500 mAh hoch und er hält vor allem wirklich, wirklich lange. Auch bei recht intensiver Nutzung, 2 Tage Laufzeit, super gemacht. Liegt auch daran, dass da eben pures Android drauf ist. So ist ein sehr großer Vorteil der Nokia-Handys. Da kriegt man nichts Zusätzliches, was man nicht braucht. Schön, schlank, zuverlässig, schnell gemacht. Ob es dann diesen Google-Button auf der Seite für den Sprachbefehl unbedingt gebraucht hätte? Ja, man startet halt eben den Sprachassistenten auch ab und zu aus Versehen. Das ist eine andere Frage. Was ich hingegen sehr, sehr toll finde, ist der Kopfhöreranschluss. Eines der wenigen Geräte in diesem Segment, das noch einen Kopfhöreranschluss hat. Ein echter Agent hätte nicht nur Probleme, dass da rundherum so viel Glas ist, da bräuchte James Bond ja eine Panzerhülle dafür, sondern auch, dass das Nokia 8.3 nicht wasserdicht ist. Keine Zertifizierung, ich denke, so ein bisschen Spritzwasser wäre kein Problem, aber ja, die Konkurrenz bietet da halt eben auch ein bisschen mehr.
Kommen wir zum Fazit, das Nokia 8.3 ist eigentlich kein typischer Vertreter eines Gadgets aus einem Agentenfilm. Dazu ist es viel zu unspektakulär, zu solid, auch ein bisschen brav. Das sind aber auch gleichzeitig die Qualitäten, die Nokia ausstrahlt. Robust, gut gemacht, solid. Und darum hat dieses Telefon durchaus seine Berechtigung. Für 649 Franken kriegt man einige Features aus der Premium-Klasse. Nicht überall kann das Gerät gleich überzeugen insgesamt, aber doch ein gutes Paket. Und das vor allem eben bei Sachen wie Software, auch bei Filmaufnahmen, bei der Akkulaufzeit und beim einfachen, schnellen, soliden, gut gemachten Betriebssystem punkten kann.